Der vorletzte Wettfahrtag bei der Travemünder Woche. Der beginnt mit Temperaturen um 30 Grad und leichtem Wind. Für die Segler der 505er-Klasse, die heute auf der SAP-TV-Bahn an den Start gehen wollen, bedeutet das erst einmal eine 35-minütige Startverschiebung. Die 27 Teams sind am Vortag bereits 3 Rennen gesegelt. In Führung liegen Steuermann Stefan Köchlin und sein Vorschoter Andreas Achterberg. 505er ist in Deutschland allemal und vielleicht auch weltweit sicherlich eines der Boote, wenn man Dinghy, also Jolle, segeln will, was man sportlich auf relativ hohem Niveau betreiben kann, ohne jetzt olympisch segeln zu wollen oder zu können. Das ist eben im 505er noch möglich. Das erste Rennen bei den 505ern startet um 13.35 Uhr. Sofort setzt sich das Brüderpaar Lennart und Frederik Tasche an die Spitze des Feldes. Mit 2 sensationellen Startzielsiegen im 4. und 5. von insgesamt 12 Rennen und einem 6. Platz, den sie streichen, verbessern sie sich in der Gesamttabelle von Rang 4 auf 3. Die Gewinner des heutigen Renntages sind Jens Olbrich und Oliver Thies. Nach ständigen Führungswechseln im 3. Rennen mit ihren Konkurrenten Dasenbroek, Köchlin, Tasche und Jungklaus übernehmen die beiden am 2. Wettfahrtag mit einem Streicher die Führung in der Tabelle. Alles gut, wir sind jetzt auf 1 und insofern Geschwindigkeit passt. Wir haben jetzt 5 Zweite drin, alles gut, alles bestens. Markus Bauer, Segelexperte und Moderator, erklärt anhand der vorliegenden Daten, zur Verfügung gestellt von SAP Sailing Analytics, den Erfolg von Olbrich und Thies. Die beiden waren heute die besten Taktiker im Feld der 27 Teilnehmer. Was bei Jens Olbrich heute auffällt, ist weder der Speed noch die Distanz, sondern die Kombination aus beiden ist auffällig. Ich kann nämlich in den Analytics sehen, dass er mehr Manöver gefahren ist als die anderen. Und wenn ich mir das Windmuster von heute angucke, wir haben zum Beispiel auf dem Startschiff einen Windsensor installiert, und wenn ich mir da die Windkurve anschaue, dann ist die immer zwischen 70 und 80 Grad hin und her gependelt. Man sagt da auch oszillieren zu, relativ schnell. Und er hat mehr Manöver gemacht und hat diese Winddreher offensichtlich besser mitgenommen und dabei die Distanz so verkürzt, dass er in den letzten beiden Rennen wirklich deutlich besser gesegelt ist als der Rest. Beim anschließenden Trave-Race, dem täglichen Spaßrennen, haben Jens Olbrich und Oliver Thies wieder die Nase vorn und stehen auf dem Siegertreppchen. War bestens, hätten wir so nicht gedacht. Das war ja auch nicht gerade der Kracherstart im zweiten Rennen. Aber passt. Im nächsten Jahr, zum 125-jährigen Jubiläum der Travemünder Woche, werden hier die internationalen deutschen Meisterschaften der 505er ausgetragen. Am Sonntag, dem letzten Wettfahrtag bei der diesjährigen Travemünder Woche, starten die A-Cuts auf der TV-Bahn. Mehr Infos rund ums Segeln bekommen Sie im Internet und auf der Leinwand des SAP SailCube.